Danke für die Einleitung und Vorstellung und ja, für die Vorschusslorbeeren sozusagen. Ich hoffe, ich kann die auch erfüllen, ist immer schwierig, aber ich werde mich bemühen. Ja, ja, also kurz gesagt, Thomas Bleier ist mein Name. Ich bin am Austrian Institute of Technology, leite ich dort ein Forschungsprogramm, das sich mit anwendungsorientierter IT-Sicherheitsforschung beschäftigt. Wir haben einige Themen aus der heutigen Zeit sozusagen, die mit IT-Sicherheit zu tun haben, als Schwerpunkte gewählt. Eines davon ist eben, wie vorher schon angesprochen, Cloud Computing, das der Markus Tauber bei uns koordiniert. Und daneben beschäftigen wir uns noch mit so Themen wie Sicherheit kritischer Infrastrukturen, insbesondere des Smart Grids, oder Informationsaustausch in Bezug auf die Abwehr von Cyberangriffen auf einer interorganisationellen oder auf einer nationalen Ebene. Also das nur so nebenbei sozusagen die Dinge, die wir machen. Im Zuge dieser Forschung beschäftigen wir uns natürlich mit den Sicherheitsproblemen, die es in der IT gibt, wie die funktionieren. Wir sind eben insbesondere ein technisches Forschungsinstitut und da ist es natürlich wichtig, darüber Bescheid zu wissen, sozusagen wie aktuelle Angriffe funktionieren und aus dem Grund auch die Motivation, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, wie die wie die NSA die Dinge, die jetzt veröffentlicht wurden, technisch macht sozusagen und das hier der Versuch, einen Überblick zu geben, welche technischen Angriffsmöglichkeiten heute von Geheimdiensten ausgenutzt werden. Vielleicht da darf ich auch noch ein Wort Eigenwerbung sagen, weil ja auch einige Studenten hier sind. Also wir arbeiten auch sehr viel mit Studenten zusammen, was Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen betrifft. Also wenn irgendjemand in den Themen angewandter IT-Security, in diesen Fachthemen Masterarbeit oder sowas machen möchte, bitte auf uns zukommen. Wir sind da gerne für alles offen. Cyberstuff ist ja nicht weit weg vom Burgenland. Also, ja. Soweit, ja, zu meiner Person und zu AIT. Damit steige ich aber auch schon ein in den Vortrag. Vorweg noch kurz ein paar Warnhinweise. Also das sind jetzt keine geheimen Informationen, die ich da preisgebe, sondern alle Inhalte basieren auf Open-Source-Quellen, also Informationen im Internet, die man recherchieren kann. Sie können all das, was ich Ihnen erzähle, im Internet nachlesen. Ich habe nur versucht, das halt so zusammenzufassen, damit man es auch versteht, ohne dass man sich 3 Tage lang damit beschäftigen muss. Der Fokus meines Vortrags liegt auf den technischen Inhalten, das heißt den Methoden, wie heutzutage Nachrichtendienste die IT des Internet nutzen. Nicht auf den politischen oder gesellschaftlichen Aspekten. Es gibt dann nachher noch einen Impulsvortrag von Markus und wir können ja nachher gern darüber diskutieren. Auch da habe ich natürlich meine Meinung dazu. Aber hier in meinem Vortrag möchte ich insbesondere auf die technischen Aspekte eingehen. Ich habe dann auch versucht, für die einzelnen Dinge, die ich erzähle, sozusagen Maßnahmen oder Empfehlungen dazu zu geben, wie man sich jetzt davor schützen kann. Da ist natürlich sozusagen auch Gegenstand der Diskussionen. Das heißt, ich kann ja nur Vorschläge machen, kann aber keine Garantie dafür übernehmen, dass das auch wirklich vor NSA-Angriffen dann schützt. Also bitte mich nicht zu verklagen, wenn sie trotzdem abgehört werden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, muss man sich schon, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, bewusst sein, dass das ein bisschen auch zu übertriebener Paranoia führen kann, möglicherweise. Also eine realistische Risikoabschätzung nachher ist natürlich trotzdem notwendig und sinnvoll. Ein einleitendes Statement zum Thema, warum überhaupt? Also man hat das ja viel in den Medien gelesen im letzten Jahr, eben seit den Veröffentlichungen der Dokumente von Edward Snowden. Und die Frage ist, warum machen die das überhaupt? Jetzt ist natürlich im Krieg alles erlaubt, nicht im Krieg und in der Liebe. Wir befinden uns aber zumindest in den meisten Regionen der Welt derzeit nicht im Krieg und wie die Veröffentlichungen gezeigt haben, sind da durchaus Länder betroffen von solchen Abwehraktionen, die eben keinen Kriegszustand haben. Trotzdem wird das gemacht, die Gründe sind vielfältig. Ich habe versucht, ein paar Schlagzeilen hier herauszusuchen, die ein bisschen die Hintergründe erläutern. Also das reicht eben von Wirtschaftsspionage, politischer Einflussnahme bis hin zu totalitären Staaten. Wir haben vorher eben den Vortrag von der Türkei gehört. Auch da werden solche Mechanismen natürlich eingesetzt, um die Meinungsbildung in einem Land zu kontrollieren, auch in anderen totalitären Staaten. Und das bringt mich gleich zur zweiten Sache. Wie man an diesen Beispielen auch sieht, ist es jetzt nichts, was die NSA alleine und einzigartig macht in dieser Welt. Man kann davon ausgehen, dass alle großen Nachrichtendienste, alle Länder, die das entsprechende Budget und das entsprechenden Mittel haben, ähnliche Maßnahmen, ähnliche technische Mittel zur Verfügung haben. Die NSA hat nur das Problem gehabt, dass sie halt so schlecht darauf aufgepasst hat und dass der Edward Snowden geplaudert hat. Aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, muss man heutzutage davon ausgehen, dass alle größeren Länder und auch kleinere versuchen es, aber die haben vielleicht nicht die Kapazitäten, über ähnliche Mechanismen verfügen. Damit aber gleich in medias res. Zur Erklärung habe ich jetzt versucht, das ein bisschen darzustellen, sozusagen auch grafisch, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann als Landkarte.
Also im Wesentlichen, wie unser Internet heute funktioniert, es gibt für den meisten Transfer an Daten, der im Internet stattfindet, ein paar wenige große Content-Anbieter, eben Google, Microsoft, Yahoo, wie sie alle heißen, die große Rechenzentren, Serverfarmen über die ganze Welt verteilt betreiben. Das heißt, das sind halt einzelne Server, die über Datenleitungen miteinander verbunden sind und die für den Großteil des Datenverkehrs im Internet verantwortlich sind heutzutage. Dazwischen gibt es ein vermaschtes Netz an Routern, Netzwerkgeräten, das Netzwerk sozusagen, also das Internet, über die diese Daten transportiert werden und im Endeffekt dann bei den Endgeräten, egal ob das jetzt eben mobile oder stationäre Endgeräte sind, beim User landen. Und auf dem Weg dazwischen, wie da schon angedeutet ist, gibt es jede Menge Punkte, wo man diese Daten abgreifen und sogar manipulieren kann. Beginnen wir mal beim Endgerät, bei der passiven Analyse von Daten selbst. Also der erste Punkt, die erste Schwierigkeit, die jeder Nachrichtendienst hat, ist natürlich auch hier die Sicherheit. Ist natürlich auch hier einmal die Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, die Datenmenge im Internet ist riesig, die Datenmenge, die über die Leitungen geht, und die Dienste müssen einmal sich die Daten heraussuchen, die sie eigentlich interessiert. Das geht über die passive Analyse der Daten, die übers Internet laufen, und den Versuch, sogenannte Targets zu identifizieren über Selektoren. Da gibt es eine schöne Präsentation oder Folie in einer dieser Präsentationen, die eine Liste von solchen Selektoren beinhaltet, und das reicht eben von irgendwelchen Identifiers auf Applikationen, also Twitter zum Beispiel hier natürlich auch, oder Hotmail, Google und so weiter, bis hin zu eindeutigen Identifiers von Devices, die E-Mails von den Handys und Geräten, Bluetooth-Adressen, Wireless, also die MAC-Adresse der Netzwerkkarte, bis hin zu Usernamen und Pass- oder Usernamen, User-Identifiern in verschiedenen Systemen. Das heißt, all diese Identifizierungsmerkmale werden genutzt, um User eindeutig zu identifizieren und dann auch über Dienste hinweg sozusagen identifizieren zu können und die Daten, die mit einem User in Verbindung stehen, mit einem sogenannten Target auch in den Datenstrom finden zu können. Besonders interessant für die NSA offensichtlich auch Systemadministratoren. Es gab da ein paar Veröffentlichungen erst vor ein paar Wochen. IHANSYS-Admins, wer darüber gelesen hat, das heißt, Systemadministratoren stehen da auf der Liste relativ weit oben. Warum? Nicht, weil Systemadministratoren immer so politisch aktiv sind und deswegen im Spiegel, also sozusagen im Fadenkreuz von Nachrichtendiensten stehen, sondern weil die Systemadministratoren die sind, die den Zugang haben zu den Netzen, in denen die Leute sind, die für die Nachrichtendienste interessant sind. Das heißt, wenn ich Zugang habe zum Netzwerk, in dem der Mailserver liegt vom Regierungschef, dann brauche ich nicht den Regierungschef sein Gerät selber hacken, sondern kann man über den Mail-Server die Daten holen. Deswegen natürlich das Interesse an Systemadministratoren. Wie man da sieht, das ist ein Ausschnitt aus einem Chat-Protokoll, also auch Social-Media-Plattformen gibt es in diesen Netzwerken, wo jemand beschreibt, warum er das macht, eben hinter Systemadministratoren her zu sein und welche Mittel er dazu einsetzt. Das heißt, das endgültige Ziel ist CNE-Access, Online-Admin zu kriegen. CNE bedeutet Computer Network Exploitation. Also sprich, einen Zugang zu einem PC eines Administrators zu haben. Was braucht man dafür? Some sort of Webmail oder Facebook-Selektor, weil wenn ich den einmal identifiziert habe über einen Selektor, so wie es vorher definiert wurde, dann kann ich die Methoden, die nachher noch kommen, anwenden, um auf diesen PC Zugriff zu bekommen. Und wenn ich dann Zugriff habe, dann kriege ich eben alle schönen Dinge, wie Netzwerkmaps zum Beispiel von den Netzwerken, die dieser Administrator betreut, oder Credentials, die oft in Textfiles liegen offensichtlich, oder Listen von Customern und solche Dinge. Interessant hier die Methoden, wie diese Systemadministratoren identifiziert werden. Zum Beispiel eine Methode, die eingesetzt wird, nachdem ja die Nachrichtendienste den Netzwerktraffic überwachen und schauen, wer stellt welche Verbindungen, also welcher Rechner stellt welche Verbindungen mit welchem anderen Rechner her, kann ich das filtern und kann sagen, wenn jemand eine Verbindung mit einem SSH-Port auf einem Server herstellt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Administrator, weil wer sonst verbindet sich mit SSH. Interessanterweise haben sie sogar eine ganze Latte an Maßnahmen, um Verbindungen per Telnet zu überwachen, weil wer verwendet heutzutage Telnet? Sollte man glauben, gar niemand, stimmt offensichtlich nicht, weil zumindest laut den Dokumenten, die hier beschrieben wurden, gibt es eine Menge an Leuten, die Telnet verwenden, um Router zu warten und um Netzwerkdevices zu warten.
Und das heißt, auch das wird überwacht. Also wer sich mit Telnet-Routern verbindet, landet dann in solchen Filtern. Was man dann macht, ist, man schaut sich an, von welcher Quelle IP kommen Verbindungen, eben auf SSH oder auf Telnet, und wo kommt dann 10 Minuten später eine Verbindung zu Facebook oder Twitter oder sonst einer Social-Media-Plattform, und damit habe ich sozusagen den Administrator identifiziert und weiß, woher er kommt, und kann dann über diese Social-Media-Plattformen Schadsoftware auf dem PC infizieren oder einspielen. Dazu komme ich dann nachher noch. Aber der interessante Punkt ist halt, Systemadministratoren sind hier auf der Liste. Wie komme ich an die ganzen Daten zum Abhören und zum Filtern? Da spielt das sogenannte Dark Fiber eine wesentliche Rolle. Dark Fiber, für die, die sich mit Netzwerk beschäftigen, ist das sicher ein Begriff. Mit Dark Fiber bezeichnet man eine Leitung, die man mietet von einem Internetprovider, und zwar auf Ebene der Glasfaser. Das heißt, ich miete die Glasfaserleitung und stelle an beiden Enden der Glasfaser mein eigenes Equipment hin und habe sozusagen die komplette Kommunikation auf dieser Glasfaser unter meiner Kontrolle. Bis vor einigen Monaten haben selbst große Firmen, die das gemacht haben, sind davon ausgegangen, dass diese Leitung, nachdem sie an mir gehört und ich an beiden Enden mein Equipment habe, sicher ist und ich keine zusätzlichen Verschlüsselungsmechanismen auf solchen Leitungen einsetzen muss. Also alle großen Firmen setzen das ein, von Google, Microsoft und so weiter, um ihre Rechenzentren untereinander zu verbinden. Dann gab es diese Grafik, die inzwischen, glaube ich, sogar Berühmtheit erlangt hat im Internet, die beschreibt, wie das Google-Netzwerk funktioniert, sozusagen in einem kleinen Post-it. Das heißt, es gibt hier das Public Internet, wo die User mit den Google Frontend-Servern kommunizieren. Alles natürlich schön SSL verschlüsselt, aber interessanterweise SSL wird hier added und removed. Das heißt, wie es in vielen großen Netzwerken üblich ist, man hat Frontend-Engines, die mit entsprechender Hardware ausgestattet sind, um effektiv Verschlüsselungen durchführen zu können. Und hier wird verschlüsselt. Und dahinter liegt die Google Cloud, also das verteilte Netzwerk an Datacenters von Google, die über die ganze Welt verteilt sind, die über solche Dark Fiber Leitungen miteinander kommunizieren. Und was schön ist, Traffic in Klartext hier. Also das heißt, der Datentransfer läuft da in Klartext. Das war jetzt nichts, was Google besonders schlecht gemacht hat, weil, wie gesagt, das war halt Stand der Dinge, so haben es alle gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, hat Google dann auch protestiert, sozusagen, dass solche Informationen im Internet veröffentlicht werden. Es war nicht nur das, sondern es waren auch viele Interna über das Google-Netzwerk sozusagen, die in diesen Präsentationen von der NSA vorkamen, und damit hat man gewusst, dass die eben Zugriff auf die internen Leitungen von Google haben. Inzwischen ist es so, dass alle großen Provider, Google, Microsoft und Yahoo, wie sie alle heißen, umgestellt haben und auch auf sogenannten internen Dark Fiber-Leitungen eben Verschlüsselung verwenden, um den Zugriff zumindest schwieriger zu machen. Was nehmen wir jetzt davon mit sozusagen? Zum einen wichtig, Identifier, WLAN-MAC-Adressen, Bluetooth-MAC-Adressen, solche Dinge identifizieren Geräte. Was heißt das für Administratoren? Binsenweisheit sozusagen, die aber trotzdem nicht immer alle beherzigen, getrennte Systeme verwenden für die Administration und für den Rest. Wenn ich von einem System meine sicheren Verbindungen zu meinen Devices aufbaue, sollte ich von dem System keine Facebook und Postings machen und keine Webmail-Sachen abrufen und solche Dinge. Zweiter Punkt, verschlüsseln immer und überall, also eben auch solche Systeme, wo man gedacht hat, das sind private Leitungen, man kann nicht davon ausgehen, dass die wirklich privat sind, sondern die müssen verschlüsselt werden. Übrigens, die Frage, wie man jetzt auf das Dark Fiber kommt, sozusagen, ist auch eine spannende. Gibt es auch einige Präsentationen, die Hinweise darauf geben. Das eine ist natürlich, dass sie an den Plätzen, wo halt die Glasfaserleitungen zum Beispiel aus dem Meer kommen, da gibt es solche Gebäude, wo das passiert, und dass sie dort Zugriff auf diese Gebäude und auf diese Glasfaserleitungen haben. Es gibt aber auch eine Präsentation, eine Quelle, die sagt, die Vereinigten Staaten haben ein Atom-U-Boot umgebaut, sodass sie direkt im Meer eine Glasfaserleitung anzapfen können. Also der fährt dann runter, schneidet die auf und baut einen Teil dazwischen ein. Sozusagen, das erklärt auch unter Umständen, warum es doch des Öfteren passiert, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man die Meldungen dann doch häufiger, dass zufälligerweise ein Schiff vor Ägypten, wo jetzt letztens einmal, vor Anker geht und den Anker gerade auf eine Glasfaserleitung fallen lässt und deswegen so eine große Leitung, wie die vorher da dargestellt wurden, für ein paar Wochen halt ausgefallen ist, weil die hinfahren müssen und die fliegen müssen. Aber wie man halt inzwischen dann vermutet, fahren dann nicht nur die hin und reparieren das Kabel, sondern an anderer Stelle wird auch repariert.
Der zweite wichtige Punkt, den man davon mitnimmt, ist natürlich, sich klar zu machen, was geht über die Leitung. Das ist ein Punkt, der oft gar nicht, dessen man sich oft gar nicht so bewusst ist, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben vorher den Vortrag gehört über Virtualisierung. Nicht? Das heißt, ich habe schöne Systeme, die virtuell gehostet werden. Da gibt es dann sehr viele interessante Möglichkeiten, was Clustering und so betrifft. Ich kann vor allem migrieren über Leitung von einem Server auf einen anderen, aber nicht nur auf demselben, sozusagen im selben Rack, sondern von einem Kontinent auf den anderen. Geht innerhalb von Minuten, ist kein Problem. Aber man muss sich halt bewusst sein, wenn ich das mache, dann geht über die Leitung nicht nur das komplette Disk-Image von dem System, sondern auch das komplette RAM-Image von dem System, weil es muss ja dort drüben sozusagen, wenn ich halt solche Techniken verwende, im selben Takt weiterlaufen können. Und das heißt, Dinge wie private Schlüssel oder kryptografische Informationen, die halt im Speicher gehalten werden, müssen dann natürlich auch über diese Leitung übertragen werden. Das heißt, ich sollte mir überlegen, zum Beispiel, wenn ich DHCP-Cluster-Systeme oder solche Dinge einsetze, dass ich da eben wirklich auch Verschlüsselung verwende. Soviel zum Thema Dark Fiber. Jetzt ist der eine Punkt natürlich, die Daten abzuhören und mitzulauschen, was da passiert. Aber wenn man dann ehrgeizig wird, ist natürlich der nächste Schritt, kann man das auch manipulieren. Auch da gibt es einige schöne Dokumentationen inzwischen verfügbar, die zeigen, wie das geht. Die NSA, beziehungsweise nicht nur die NSA, sondern dieser Five Eyes-Verbund aus den Geheimdiensten von den USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien, haben ein Werkzeug, das nennt sich Quantum, und mit dem Werkzeug schaffen sie es, auch den Datentransfer im Internet zu manipulieren. Das funktioniert so, wenn ein identifiziertes Target, also ein User, der auf einem PC surft und der über diese vorher beschriebenen Mechanismen identifiziert wurde als Ziel, der interessant ist, wenn so einer über das Internet eine Verbindung zu einem Webserver aufbaut, zum Beispiel zu Yahoo, dann wird an irgendeinem Internetrouter erkannt, dass der User das ist. Auch da, wie das genau passiert, da komme ich dann nachher noch im Detail darauf zurück. Und dann wird dieses Quantum-System getriggert. Das heißt, das haben es auch wieder so schöne Codenamen, nicht? Das schaltet dann dieses Fox-Asset-System ein. Und dieses Fox-Asset-System kann dann ein Paket an dieses Ziel zurückschicken, mit, also ein gefälschtes Antwortpaket auf diese Anfrage zu einem Webserver, das schneller beim Ziel ist als das originale Antwortpaket. Also der Browser schickt ein Paket, gibt mir die Startseite von Yahoo. Yahoo schickt ein Paket zurück, hier hast du die Startseite von Yahoo. Das wird erkannt und die NSA schickt ein Paket zurück, hier hast du meine Startseite von Yahoo und das ist schneller beim Empfänger, also beim Browser, als das Antwortpaket von Yahoo. Wer sich mit TCP beschäftigt, weiß, TCP ist es relativ egal, wenn ein paar Parameter aus dem Paket stimmen, welches Paket da jetzt genau daherkommt, sondern das Erstbeste, das halt diesen Kriterien entspricht, wird akzeptiert. Über den Weg kann ich also Seiten, die von einer originalen Webseite abgerufen werden, manipulieren und dort Schadcode einschleusen. Da gibt es das System dahinter, eben dieses Quantum, Quantum Insert, das das macht. Was ich da interessant finde an diesen Folien, die das System dann genauer beschreiben, ist, die in dem Fall die NSA, ist sehr bedacht darauf, auf die Sicherheit. Das heißt, sie haben hier zwei Systeme, NSA Space und das Internet, das Target Space. Und dazwischen gibt es eine Reihe von sogenannten Datendioden. Das sind Systeme, die halt sehr sicher designt sind, die entsprechenden Level, also sozusagen Sicherheitslevels entsprechen. Und die sicherstellen, dass nur die Daten über diese Schwelle gehen, sozusagen, die auch wirklich dürfen. Also sprich, dass sie die NSA halt dann nicht über den Weg selber irgendwas einfangen. Was kann das System? Einiges. Also es gibt da dann so Listen, die beschreiben, welche Funktionalitäten dieses System zur Verfügung stellt. Das beginnt von den sozusagen Legacy, also den schon altbekannten Techniken in Quantum oder altverfügbaren Techniken in Quantum, wie HTML-Redirection oder das Abbrechen, also Resetten von Verbindungen oder das Hijacken von IRC-Botnets, damit ich dann die selber verwenden kann für einen Distributed Denial of Service-Angriff zum Beispiel. Die New Hotnets, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo diese Folien veröffentlicht wurden, also die neu verfügbaren Funktionen, waren Quantum BizKit, also eine HTML-Seite umleiten in dem System, oder was ich auch interessant finde, Quantum DNS, also das DNS-Hijacking, sprich es werden gefälschte DNS-Einträge in Caching-Name-Server implantiert sozusagen, damit schon mal die falsche Webseite überhaupt aufgerufen wird über die Ebene des DNS, oder eben wiederum das Botnet-System und experimentell in dem Fall verfügbar Dinge wie genau, Caching-Name-Server, Quantum Copper, auch das finde ich sehr interessant, ist auch an anderen Stellen noch ein paar Mal beschrieben. Offensichtlich
ist es mit dem System möglich, einen File-Download während des Downloads im Stream zu manipulieren. Das heißt, Szenario, Sie laden sich eine, wenn wir jetzt auf die Linux-Wochen sind, eine Debian-Distribution herunter, ein Debian-Image, um danach einen Server aufzusetzen, und während das Debian-Image heruntergeladen wird, wird in das Image Schadsoftware injiziert. Und dann so andere Dinge wie halt Instant Messaging oder Truly Covered Infrastructure, also einfach die IP-Adresse eines anderen Systems zu übernehmen. Und ja genau, Quantum Squill, das war ein interessanter Punkt, was offensichtlich auch, ich meine, dass das hier aufscheint, also Quantum Squill ist offensichtlich die Funktionalität, um in MySQL-Datenbankverbindungen auch einzubrechen. Also das heißt, wenn ihr eine Verbindung habt zwischen einem Webserver und dem Datenbankserver, wo der Webserver seine Daten aus dieser Datenbank holt und halt eine persistente Verbindung aufgebaut hat, dann kann ich über dieses Quantum Squill-System in diese Verbindung eingreifen und halt Daten manipulieren. Was das zeigt, ist aber, dass es offensichtlich gang und gäbe ist, oder zumindest oft genug vorkommt im Internet, dass ungesicherte Verbindungen zwischen dem Webserver und dem Datenbankserver passieren. Weil wenn es das nicht gäbe, würde es sich für eine Organisation wie eine NSA nicht auszahlen, solche Systeme dafür aufzubauen. Also auch wiederum der Hinweis, sozusagen, man sollte seine Datenbankverbindung im Auge behalten. Dann, wenn ich, also die Frage stellt sich jetzt, wie kriege ich Zugriff auf diese Datenströme, auf den Datenverkehr im Internet? Da bietet sich natürlich an, direkt beim Provider den Zugriff zu erlangen. Da gibt es ein schönes Beispiel, das eh in den Medien war, auch voriges Jahr, Belgacom ist ein belgischer Internetprovider, wie viele andere auch, und da gibt es eine Reihe von Folien, die beschreiben, wie dieser Internetprovider gezielt attackiert wurde, um in das System einzudringen und über den Zugriff auf die Router dieses Providers dann genau diese Angriffe, die vorher beschrieben wurden, durchzuführen. Also diese Operation Socialist, die hier beschrieben wurde, hatte das Ziel, eben Computer Network Exploitation Access auf die Belgacom Core Router zu haben, damit man dann eben solche Man-in-the-Middle-Angriffe gegen zum Beispiel Smartphones fahren kann. Im Endeffekt war es ein Erfolg, wie hier in dieser Folie dargestellt wurde. Das heißt, es gab Zugriff auf 6 Endpunkte im Engineer Support Staff IP Range, also bei den Netzwerkadministratoren, und 2 Endpunkte im DMZ-Netz. Und der interne CNE, also der Zugriff auf die interne Netzwerke, continues to expand. Also sie waren in dem System drinnen und haben offensichtlich dort dann weiter gearbeitet. Da gibt es eine ganze Reihe von Netzwerken weltweit, die offensichtlich hier so auf diese Art und Weise infiltriert sind. Interessant an der Folie, die die Orte auflistet, ist, was da draufsteht, ist auch Vienna Annex. Also offensichtlich gibt es irgendwo an einem Anhangspunkt von Wien, wo immer das genau ist, ebenso ein Netzwerk, das so, also auf das mit diesen Methoden zugegriffen werden kann. Jetzt zeigen diese Folie und die Dokumentationen dazu sprechen von bis zu 55.000 Netzwerken weltweit, in denen man solche Schadsoftware implantiert hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sowas verwalten? Zum einen mit sehr vielen Leuten, aber so viele Leute hat nicht einmal die NSA. Das heißt, was die machen ist, solche Angriffe massiv zu automatisieren. Jeder Systemadministrator würde davon träumen, würde sich das wünschen, wenn das für die Administration eines Netzwerks so funktionieren würde. Die schaffen das offensichtlich für die Angriffe sogar, das zu machen. Also das System dahinter nennt sich Turbine und ist hier beschrieben und wird mit dem Ziel weiterentwickelt, bis zu Millionen solcher Implantate verwalten zu können. Also was das System kann, ist automatisch Netzwerke zu scannen, zu erkennen, welche Systeme sind in den Netzwerken, welche Verwundbarkeiten gibt es in diesen Systemen, diese Verwundbarkeiten automatisiert ausnutzen, dort Schadsoftware installieren und dann die Systeme sozusagen unter Kontrolle behalten und weiter zur Verfügung stellen. Im Automated Control Implants. Und das halt in heterogenen Netzwerken, 55.000 Stück weltweit, also sozusagen, wie gesagt, jeder, der mal versucht hat, automatisierte Systemadministration in einem kleinen Netzwerk mit ein paar hundert oder ein paar Dutzend Servern zu machen, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, heterogene Systeme oder zu verwalten. Die schaffen es sogar für eine solche Anwendung. Also steckt schon einiges an Aufwand und an IP, sozusagen an Hirnschmalz dahinter. Jetzt sagt man sich natürlich, ja, ist alles kein Problem, nicht? Datenverbindungen werden abgehört, das heißt, ich verwende einfach SSL oder irgendeine andere Verschlüsselung und dann bin ich sicher. Ja, ist leider nur zum Teil so, weil natürlich auch auf SSL Man-in-the-Middle-Angriffe möglich sind, die unser aktuelles System, das wir verwenden, möglich macht.
Dazu kurz Ausflug sozusagen, das hat jetzt nichts Spezifisches mit der NSA zu tun, aber ist auch eine Grundlage, wie ich über dieses System dann selbst verschlüsselte Verbindungen abhören kann. Wie funktioniert SSL? Ich habe einen Webserver, der eine Webseite zur Verfügung stellt, die über SSL-Zertifikat abgesichert ist. Das heißt, die Verbindung wird über das HTTPS-Protokoll aufgebaut und der Browser kann verschlüsselt mit dem Webserver kommunizieren. Wie macht er das? Er hat eine Liste von Zertifikaten abgespeichert, die von unterschiedlichen Certification Authorities kommt. Und wenn jetzt jemand einen sicheren Webserver betreiben will, besorgt er sich von so einer Certification Authority ein Zertifikat, das für seinen Webserver bestätigt, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Und der Browser, wenn er dann mit dieser HTTPS-Verbindung dieses Zertifikat bekommt, kann das mit der Liste der Zertifikate, die er in seinem Root-CA-Store hat, vergleichen und kann somit sagen, ja, das kommt von einem vertrauenswürdigen Server, weil das stimmt eben mit dieser Liste überein. Jetzt ist aber das Problem, diese Liste ist relativ groß, da gibt es hunderte von Zertifikaten drin, teilweise auch Zertifikate, die zumindest vom Namen her schon einmal mit gewissen Regierungsorganisationen oder gewissen Ländern in Verbindung gebracht werden könnten. Das heißt, wenn ich Zugriff auf so eine Root-CA habe, dann kann ich genauso gut ein beliebiges gefälschtes Zertifikat ausstellen, mich hier als Man in the Middle in so eine Verbindung hineinhängen, über die vorher beschriebenen Methoden mit Quantum zum Beispiel, und kann damit auch verschlüsselte Verbindungen aufbrechen und abhören. Eben aufgrund der Tatsache, weil SSL nicht festlegt, von welcher CA ein Zertifikat unterschrieben, für einen Webserver unterschrieben werden muss, sondern ein beliebiges Zertifikat aus der Liste des Zertifikatstores für jede Webseite akzeptiert. Und die Methode, wie ich jetzt solche Zertifikate bekomme, gibt es mehrere. Ich kann eben eine CA verwenden, die mir sowieso nahe steht. Also wie gesagt, es gibt da einige, bei denen man das vom Namen her vielleicht vermuten könnte, dass sie gewissen Ländern nahe stehen. Oder die andere Variante ist natürlich, was auch schon bekannt wurde, ich kann so eine CA eben hacken, so wie Belgacom, kann ich natürlich auch eine CA angreifen und kann dann deren Infrastruktur nutzen, um mir Zertifikate ausstellen zu lassen. Also die niederländische CA, die letztes Jahr in den Medien war so ein Fall. Wer die genau gehackt hat, weiß man ja nicht, aber vom System her genau so ein Fall. Ja, genau, also an diesen Stellen kann ich da zugreifen. Der Punkt ist, wie kann ich mich jetzt dagegen wieder schützen? Also auch da gibt es Entwicklungen, die versuchen dagegen zu arbeiten. Zum einen natürlich die Liste der CAs in den Browsern. Da gibt es ein Paper, das vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, wo sie untersucht haben, wie viele von diesen Zertifikaten, die in den Root-CAs da sind, brauche ich eigentlich. Und haben festgestellt, bis zu 95% dieser Zertifikate, also dieser Root-Zertifikate, kann man eigentlich wegschmeißen, ohne dass man bei ich glaube, 14 Millionen oder so, der häufigsten Webseiten im Internet irgendein Problem bekommt. Also das ist der Ansatzpunkt. Dann natürlich das Certificate Pinning, das heißt sicherzustellen, dass ein Zertifikat von einer gewissen bestimmten Certification Authority kommt. Auch da gibt es einige Ansätze, die aber halt alle noch nicht wirklich in der breiten Masse verfügbar sind. Dann, wenn ich jetzt am Provider oder beim Internetprovider Zugriff habe, dann muss ich irgendwie die Firewalls bzw. die Router manipulieren, damit ich eben diesen Datentransfer abhören oder manipulieren kann. Auch da gibt es eine Liste von Werkzeugen, wie diese Publikationen zeigen, diese Präsentationen, die die NSA zur Verfügung hat. Ein beispielhaftes hier herausgeholt aus dem Jahr 2008, das ist übrigens auch interessant aus meiner Sicht, also das Ganze ist schon 6 Jahre alt, nennt sich Sufferthrough und das ist ein persistentes Implantat für einen Juniper-Router. Das heißt, dieses Implantat sitzt unter der Firmware, unter dem BIOS des Systems und kann eben den kompletten Betrieb dieses Routers überwachen natürlich. Das heißt, selbst ein Firmware-Update oder ein BIOS-Update auf dem System hilft nicht, um diese Schadsoftware loszuwerden. Da wurde ja jetzt, also das gibt dann für alle möglichen Arten von Systemen, da gibt es eine ganze Liste im Internet, so wie ein Produktkatalog, wo man sich das aussuchen kann, für den jeweiligen Typ von Router, den man halt gerade braucht. Und die werden implantiert, entweder über Software oder wie jetzt vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen gerade so bekannt wurde, offensichtlich auch wirklich in Hardware. Das heißt, die NSA fängt Pakete, die von Cisco versandt werden, mit neuen Routern, die verschickt werden an Kunden ab, implantiert diese Schadsoftware und schickt die dann an die Kunden weiter. Und in einer dieser Präsentationen, die da jetzt bekannt wurden, haben sie dann so suffisant angemerkt, sozusagen in einem Fall war es so, dass ich so ein Implantat nach einigen Monaten gemeldet hat und plötzlich hatten sie Zugriff auf ein Netzwerk, wo sie halt mit viel Aufwand versucht hatten, darauf Zugriff zu bekommen und das aber nicht geschafft haben. Und dann aber haben die halt einen neuen Cisco-Router eingebaut und siehe da.
Ja. Aber wie gesagt, also der Punkt ist auch hier, ich will jetzt keine Firmen blamen sozusagen, und wenn man sich das anschaut, also es ist, sind nicht nur amerikanische Router übrigens, es gibt es auch, gibt's auch für Huawei oder andere Modelle, also die sind da nicht wählerisch. Und das ist offensichtlich nichts, was einzeln vorkommt oder keine Einzelfälle, sondern auch das hier aus diesem Blog, das ich vorher erwähnt habe, also wo der Fokus hier der Aufmerksamkeit liegt, sind jetzt nicht die typischen ADSL-Router, die man so als Privatmann zu Hause hat oder als privater User, sondern sind die großen Router, die Ciscos und Huawei, die die ISPs für ihre Infrastruktur verwenden. Das war offensichtlich die letzten Jahre ein Good Business für die Five Eyes Partners, aber inzwischen haben das andere Nationen auch mitbekommen und other nation states are honing their skills and joining the scene. Also die arbeiten auch dran. Ich frage mich ja bei solchen Dingen, wird es ja lustig, wenn ich auf meinem Router drei verschiedene Staaten haben, die da die Shards of Temple mitiert haben und die sich irgendwie um die Ressourcen kämpft und sozusagen eine die andere abhört. Aber ja, was hier natürlich interessanter Punkt ist, den man in seine Sicherheitsüberlegungen mitnehmen sollte, Zonenkonzepte. Nicht? Ich verwende ja Firewalls, um Zonen in meinem Netzwerk voneinander abzutrennen, wenn ich die Schadsoftware aber dann auf der Firewall sitzen habe. Ja, also sozusagen solche Zonenkonzepte sollte man auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Und insbesondere dann kriegt auch natürlich die gängige Praxis vor einigen Jahren, wo man ja gesagt hat, man sollte unterschiedliche Firewalls verwenden, hat dann natürlich auch seine Berechtigung, weil ich zumindest das Risiko ein bisschen diversifizieren kann. Anderer Punkt, auch VPNs stehen auf der Liste, weil wenn ich jetzt meine Datenleitungen verschlüsselt habe, dann habe ich das über VPNs zum Beispiel. Und deswegen sind die natürlich auch interessant, also auch da gibt es Veröffentlichungen, die zeigen, dass die Dienste VPN Key Recovery zumindest einmal versuchen, da gibt es eigene Systeme dafür, die nennen sich in dem Fall Hammerstein, die jetzt solche VPN-Verbindungen erkennen, dass eben so ein Key Exchange passiert und dann dahinter eine ganze Maschinerie anwerfen, um diese VPN-Verbindung anzugreifen. Das heißt, da werden die Schlüssel gesucht, da wird versucht, Metadaten zu extrahieren aus diesen Verbindungen und dann eben auch Krypto-Attacken zu fahren. Das heißt, die fahren halt die ganze Palette auf, entweder Brute Force, um die Schlüssel zu finden, bis hin zu eben Eindringen in die Systeme der Administratoren und dann von dort heraus die Schlüssel zu bekommen. Und das Ganze in dem Fall zum Beispiel bei dem System für VPN und für Voice over IP. Jetzt habe ich die Daten analysiert im Verkehr, jetzt ist natürlich, also im Verkehr im Internet, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit den Endgeräten selber? Auch da gibt es einige Produkte und einige Aktivitäten, die bis hin zu den Endgeräten gehen. Und da immer wieder im Fokus dieser Berichte ist eine Abteilung, die nennt sich TAO, Tailored Access Operations. Das ist eine Abteilung in der NSA, die speziell dafür gegründet wurde, um solche Computer Network Exploitation Operations durchzuführen, also in fremde Computersysteme einzudringen, die offensichtlich, daher kommt auch diese Zahl, über 54.000 Netzwerke weltweit unter ihrer Kontrolle oder zumindest im Zugriff hat. Die Einheit besteht aus ca. 600 Personen, die 24x7 daran arbeiten, in solche Systeme einzudringen. Das auch, weil das vorher kurz einmal gefallen ist zum Thema Heartbleed, ne, da war ja auch die große Frage, hat die NSA von Heartbleed gewusst oder nicht und wie lange und waren sie vielleicht sogar daran beteiligt, das einzupflanzen. Wie immer, sie sozusagen, ob sie jetzt beteiligt waren, das einzupflanzen, aber wenn ich eine Abteilung habe, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche mit 600 Leuten daran arbeitet, Schwachstellen in Sicherheitsprodukten zu finden und die schaut sich eine der wichtigsten Sicherheitsbibliotheken, die im Internet verwendet werden, nicht an und findet so eine relativ eklatante Schwachstelle nicht, dann machen die irgendwas grob falsch. Ich weiß nicht, wie lange sie es oder sozusagen, ob sie es gewusst haben und wie lange sie schon gewusst haben, aber wie gesagt, rein aufgrund dieser Daten ist jetzt meine persönliche private Einschätzung, wenn die das nicht gefunden haben in den 2 Jahren, dann sollte man sich überlegen, welche Leute man da angestellt hat. Die Einheit hat das eben auch stark automatisiert, also was ich vorher schon erzählt habe, auch mit dem Eindringen in Systeme gibt es da zum Beispiel dann ein System, das nennt sich X-Key-Score ist das, glaube ich. Ja? Und das kann dann so Dinge wie, zeig mir alle angreifbaren Maschinen in einem bestimmten Land. Die Bottomline aus dieser Präsentation hier war, if we can get the target to visit us in some sort of web browser, we can probably own them. The only limitation is how.
Also, egal was für Systeme Sie haben, wenn Sie irgendwie dazu gebracht werden können, eine Webseite anzusurfen, dann kann man diesen Rechner übernehmen. Und auch da wieder deswegen der wichtige Hinweis, wenn Sie administrieren, insbesondere sicherheitskritische Systeme, verwenden Sie nicht denselben Rechner, um damit dann auch kurz einmal Ihr Facebook-Profil abzudaten oder Webmail zu lesen oder was auch immer. Also wiederum keine, ich will hier keine Firmen bashen, aber es, ja. Solche Malware-Implantate, die von dieser Tau-Einheit kommen, gibt es dann für alle Betriebssysteme. Die haben auch immer schöne Codenamen, also die sind ja sehr kreativ, diese Leute auch. In dem Fall finde ich aber, sind die Briten noch kreativer, weil das ist hier eine Folie von GCHQ, dem Government Communications Headquarter, aus dem Vereinigten Königreich. Und die haben die Malware für iPhone und für Android hier nach den Schlümpfen getauft. Also da gibt es einen Dreamy Smurf für das Power Management oder den Tracker Smurf, der die Geolocation-Daten aufzeichnen kann, oder den Paranoid Smurf, der das System gegen die Erkennung schützt. Also die waren da aus meiner Sicht wesentlich kreativer als die Amerikaner beim Erfinden der Codenamen. Es gibt da eine Menge an solchen Tools, da gibt es dann ganze Kataloge in dem Format, die man sich anschauen kann im Internet, die beschreiben, was für Tools es gibt und was die können. Hier zum Beispiel ein besonders interessantes, haben wir gedacht, für die Linux-Wochen passt das ganz gut. Das ist ein System, das läuft auf einem Fedora Core 3 Laptop und dient dazu, Windows-Systeme zu infizieren. Mit Internet Explorer und Windows XP, Windows 2000 und so weiter. Also schaut dann so aus, das heißt, Sie können dort innerhalb dieser Organisationen solche Hardware kaufen und die dann dazu verwenden. In dem Fall zum Beispiel geht es darum, um WLAN, also Wireless-Netzwerke anzugreifen mit so einem System. Dann, was ich vorher für die Router erzählt habe, dass die manipuliert werden, das Ganze gibt es auch für Server-Hardware, das heißt, hier zum Beispiel für Dell PowerEdge-Server, ein System nennt sich DataBounce, dass im BIOS dieser Dell PowerEdge-Server implantiert wird und dann auch hier wiederum Zugriff auf das System gewährleistet, unabhängig davon, ob ich jetzt ein neues Betriebssystem oder eine neue Firmware einspiele. Hier zum Beispiel, also zumindest im Jahr 2008, war die Software, dieser spezielle Typ von Software hier auch wiederum auf Windows 2000, Windows 2003 und XP abgestellt, aber gibt es auch in diesen Katalogen dann für andere Betriebssysteme, Sun OS, genauso wie Linux oder andere Systeme. Sie greifen da auf unterschiedlichen Ebenen in das System ein, zum Beispiel hier das IRedMonk, ist eine persistente Schadsoftware für die Firmware der Festplatten. Das heißt, die wird in der Festplatte implantiert und kann dann während des Bootvorgangs sozusagen dem System, das auf diesem Rechner bootet, eine Schadsoftware unterschieben, also dem Betriebssystem. Oder andere Ginsu hier, das ist eine PCI-Bus-Hardware-Implant, das heißt, es ist eine kleine Steckkarte, die in das System implantiert wird und so dann Zugriff auf das laufende Betriebssystem erlangen kann. Und auch da sagen diese Folien, dass halt die NSA oder andere Dienste die Server, wenn sie ausgeliefert werden, also im Neuzustand sozusagen, wenn sie da ein Paket an einen Kunden ausliefern, der für sie interessant ist, dass sie diese Pakete abfangen, dort solche Schadsoftware implantieren und dann weiterschicken. Ja, das reicht dann eben sozusagen von diesen Hardware-Manipulationen, Software-Manipulationen bis hin zu manipulierter Kryptographie. Das war auch ein paar Mal in den Medien. Also es werden nicht nur konkrete Geräte angegriffen, sondern auch die Systeme dahinter. Es gibt da in der NSA offensichtlich ein Programm mit 250 Millionen Dollar pro Jahr, das dazu dient, die Produktdesigns von Technologiefirmen covertly zu influenzen, also sprich ein bisschen zu beeinflussen. RSA war da groß in den Medien, man kann davon ausgehen, dass auch viele andere Firmen in diesem Programm zumindest einmal auf der Liste stehen sozusagen, und wo man halt versucht, die Designs dieser Sicherheitsprogramme so zu beeinflussen, dass es für die NSA einfacher ist, dort einzudringen. Also da gibt es auch ein paar Beispiele in der Vergangenheit, die zeigen, in welchem Dilemma auch die NSA steckt sozusagen. Eines der Beispiele jetzt auf der Negativseite war dieser Dual-EC-DRBG-Algorithmus, also wo nachgewiesen wurde, dass bei der Standardisierung dieses Algorithmus von der amerikanischen NIST, das ist ein Algorithmus für die Erzeugung von Zufallszahlen und der basiert auf eben mathematischen Parametern, und diese zwei Parameter hier, die wurden von der NSA eingebracht in diesen Standardisierungsprozess, und inzwischen hat sich eben herausgestellt, dass die Parameter mit Absicht so gewählt wurden, dass wenn man das System dahinter eben kennt und diese Parameter kennt,
dass man dann die Zufallszahlen, die mit diesem Algorithmus erzeugt wurden, vorhersagen kann. Und das ist halt eine essentielle Eigenschaft, um kryptografische Algorithmen zu brechen. Das ist die eine Seite. Die NSA ist aber natürlich auch zuständig für den Schutz der Informationssysteme der Vereinigten Staaten vor Hackerangriffen und arbeitet natürlich auf der Gegenseite genauso bei der Sicherstellung, also bei der Absicherung der Systeme. Da gibt es ein anderes Beispiel aus den 80er Jahren. Der DES-Algorithmus, DES, Data Encryption Standard, der von IBM erfunden wurde, in den 80er Jahren standardisiert und immer noch stark verwendet wurde. Da gab es eine ähnliche Situation im Zuge des Standardisierungsprozesses. Gab es ein paar kleine Änderungen, die die NSA eingebracht hat in diese Standardisierung des Algorithmus, wo man auch schon immer dann, oder wo man auch sozusagen sich gewundert hat, was das soll und wozu das dient. Da war es aber so, dass man dann 10, 15 Jahre später draufgekommen ist, dass diese Änderungen im Algorithmus, diesen Verschlüsselungsalgorithmus, immun gemacht haben gegen einen Angriff, der sich differenzielle Kryptoanalyse nennt und der 15 Jahre davor, als der Algorithmus standardisiert wurde, in der wissenschaftlichen Welt nicht bekannt war. Aber eben die NSA hat den offensichtlich schon gekannt und auch angewendet und hat eben den Algorithmus dann aber dagegen abgesichert. Also es ist ja eine sozusagen eine zwiespältige Rolle, die diese Organisationen erfüllen. So, damit bin ich eh schon fast am Ende angelangt, liegt eh gut in der Zeit. War das alles an Technologien? Leider nein, es gibt eine Menge an weiteren Veröffentlichungen, die es jetzt schon gibt und ich gehe davon aus, dass noch sehr viel mehr kommen wird, weil es ist ja bis jetzt nur ein kleiner Teil der Dokumente von Edward Snowden veröffentlicht worden und vielleicht findet sich auch einmal ein Edward Snowden in der Reihe der chinesischen oder russischen Nachrichtendienste. Wäre einmal interessant zu vergleichen, was die so haben. Aber was man jetzt von diesen Dokumenten sagen kann, gibt es jede Menge weiterer Tools. Interessant habe ich hier noch ein paar Beispiele aufgeführt. Offensichtlich hat die NSA ein Faible für Radar. Es gibt einige Systeme, die mit Radar funktionieren, zum Beispiel hier eine Manipulation eines Bildschirmkabels, wo eben so ein paar Elektronikbausteine eingepflanzt werden in das Bildschirmkabel und dann kann man mit einer anderen Box, die man dann dort kriegt, die ungefähr so Koffergröße hat, auf bis zu 3 Kilometer Entfernung, glaube ich, dieses Kabel mit Radarstrahlen beleuchten und aufgrund der Veränderung dieser Radarstrahlen, also passiv sozusagen, da wird nichts abgestrahlt, aber aufgrund der Veränderung dieser Radarstrahlen kann man dann das Bildsignal, das von diesem Monitorkabel übertragen wird, rekonstruieren und die Bildschirme mitlesen. Ähnliches gibt es für Audiowanzen. Das hier ist eine Audiowanze, auch relativ klein, die über diesen Radar-Kommunikationskanal eben die Sprachinformation aus dem Raum übertragt. Das Ganze gibt es auch als Keylogger für das USB-Kabel. Also das hier ist ein USB-Stecker, in den implantiert wurde. Elektronik, die dann auch über so ein Radarsystem angesteuert werden kann, und die Tastenanschläge überträgt. Das Ganze gibt es auch als Ethernet-Port. Das hier ist ein Ethernet-Port, wie er auf einem Mainboard von einem Rechner oder von einem Server steckt. Und in diesem Ethernet-Port ist die Elektronik eingebaut, die dann auch über so einen Radarkanal die Daten, die über den Ethernet-Port transferiert werden, abhören kann und sogar bidirektional beeinflussen kann. Das heißt, die können über diesen Ethernet-Port dann auch per Radar Pakete einspeisen in den Kanal eben. Ja. Dann gibt es natürlich so Dinge wie GSM-Basisstationen, also das ist ja inzwischen dann auch schon Public Knowledge sozusagen, dass man eben IMSI-Catcher bauen kann, mit denen man Handys dazu bringen kann, sich zu verbinden mit meiner Basisstation und dann kann ich mithören. Sowas haben die natürlich auch. Aber was die auch haben, zumindest am Produktkatalog davon, also ist ja auch die Frage, wie intern die Werbeversprechen der NSA ausschauen, ob die Produkte alles das halten, was sie versprechen. Aber zumindest auf dem Produktkatalog gibt es angeblich auch ein Ding, das eine SIM-Toolkit-Malware ist. Das heißt, eine Schadsoftware, die SIM-Karte, die Sie im Handy haben, ist ja eine Smart-Card auch, die dem Smart-Card-Standard entspricht und in der auch ein kleiner Prozessor integriert ist und in der Software läuft. Und die NSA hat offensichtlich auch eine Malware, die in der SIM-Karte läuft. Das heißt, egal in welches Handy Sie diese SIM-Karte stecken, können Sie darüber die SMS abfangen und die Telefonbücher auslesen und solche Dinge. Bitte? Die SIM-Karte kommuniziert er direkt mit dem Baseband-Controller, das heißt, die kann SMS rausschicken und wenn sie die verschickten oder empfangenen SMS nicht dem Handy meldet, kriegt er keiner mit, außer der Provider, dass da halt SMS hingeschickt werden. Also, von daher ist der Angriffspunkt ein relativ guter. Ja. Conclusio, was lernen wir jetzt daraus? Wie gesagt, das Ganze regt natürlich ein bisschen zum Nachdenken an.
Die Frage ist, müssen wir uns jetzt alle zu Tode fürchten? Natürlich nicht aus meiner Sicht. Kein System ist hundertprozentig sicher. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Wenn man sich mit IT-Security beschäftigt, dann ist das eine der ersten Dinge, die man lernt. Aber auch wenn man sich mit klassischer Security beschäftigt, ist es halt so, dass kein System hundertprozentig sicher ist, sondern es immer nur die Frage des Aufwands ist, der betrieben werden muss, um ein System zu knacken. Wie gesagt, auch im physischen Bereich, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika der Meinung sind, sie müssen hier in diesen Raum jetzt um diese Uhrzeit hereinkommen und irgendwas da machen, dann wird es wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten geben, die davon abzuhalten, wenn sie eben entsprechende Motivation haben und das Ziel für sie interessant genug ist. Und so ähnlich muss man das hier auch sehen. Also wenn da der Angreifer den entsprechenden Aufwand und die entsprechenden finanziellen Incentives hat, dann ist natürlich vieles möglich. Und diese Veröffentlichungen von Edward Snowden zeigen halt ein bisschen in der Praxis, was wirklich alles geht und gemacht wird. Der andere Punkt ist aber auch die NSA hat nicht unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Das heißt, auch die muss sich die Ziele aussuchen, die sie angreift in dem Fall oder die sie halt beobachtet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie nicht in jeden Server, den Dell rausschickt, so ein PCI-Implantat einbauen werden, weil es auf Kostenmäßigkeit ein logistisches Problem ist. Und genauso bei den Cisco-Routern. Ist vielleicht ein schwacher Trost, aber ja, wie gesagt, ist halt der Punkt, wenn man Systeme betreibt, wo man der Meinung ist, dass die ein interessantes Ziel darstellen, dann muss man da halt auch entsprechend mit der Sicherheit diese möglichen Angriffe in Betracht ziehen und schauen, wie man sich dagegen wehren kann. Bei manchen ist man momentan relativ machtlos, zum Beispiel bei den BIOS-Implantaten in Firmware von Routern oder so, gibt es meines Wissens derzeit relativ wenig, was man dagegen tun kann. Aber ich gehe davon aus, dass nach diesen Veröffentlichungen bei Cisco, Juniper, Huawei und allen anderen derzeit ziemlich hektisches Treiben herrscht, um solche Schadsoftware in den Griff, also in die Finger mal zu kriegen und analysieren zu können und eben Gegenmaßnahmen dazu zu entwickeln, weil für die ist das natürlich ein Desaster, was PR-technisch. Das ist die große Frage, also sozusagen ist natürlich sicher auch Teil dieses 250 Millionen Dollar Programms in die Richtung zu arbeiten, aber wie diese Veröffentlichungen zeigen, offensichtlich zumindest nicht alle. Weil wenn sie direkt einen Vertrag hätten, dann bräuchten sie die Pakete von Cisco ja nicht abfangen. Vielleicht hast du Hoffnungen, dass der Mitarbeiter auch reinmacht. Ja, also alles ist natürlich möglich. Ne? Aber natürlich, das vorher zu dieser dualen Rolle, da kommt natürlich schon auch hinzu, Stuxnet hat das ja sehr gut gezeigt. Die NSA arbeitet natürlich mit allen Produktherstellern sehr eng zusammen, wenn es um die Frage der Sicherheit der Produkte geht, weil ein Cisco-Router wird ja auch in amerikanischen Regierungsnetzwerken eingesetzt und da ist die NSA natürlich sehr interessiert daran zu wissen, wie schauen die Sicherheitsmechanismen in einem Cisco-Router aus oder in einem Juniper-Router oder in einer Siemens-Kader-Anlage. Und wenn ich jetzt mit Siemens zusammenarbeite und mir deren Sicherheitsmechanismen und deren System ganz genau anschaue und mit den Entwicklern gemeinsam durchgehe, sozusagen, wie die Mechanismen funktionieren, das Wissen, das ich dabei lerne, kann ich natürlich auch für andere Zwecke verwenden. Ja, und dann ein paar andere konkrete Punkte, die man halt mitnehmen kann oder mitnehmen sollte. Darkfiber ist nicht mehr als automatisch sicher anzusehen. Man-in-the-Middle-Angriffe im großen Maßstab sind keine Theorie. Also das Thema mit den Zertifikatstrukturen, mit SSL und so, ist eines, das man lösen muss, über kurz oder lang, wenn man diese Angriffe nicht hinnehmen will. Inzwischen gibt es auch eine RFC vom IETF, also von diesem Konsortium, diese Internetstandards, definiert einen Vorschlag für eine RFC, der sagt, permanentes Abhören von Internet-Traffic ist als Angriff zu werten. Also es gibt da durchaus einiges an Bewegung und hoffentlich dann auch Lösungen, um sich dagegen zu schützen. Ein weiterer Punkt, Big Data ist auch für die Angreifer ein riesiges Problem. Also viele dieser Informationen, dieser Veröffentlichungen zeigen, dass die massiv auch mit dem Problem kämpfen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Aber dass die natürlich da auch sehr viel Hirnschmalz reinstecken, um daran Lösungen zu entwickeln. Also da kann man vielleicht auch von denen noch was lernen. Und eben auch Angriffe auf Hardware, Router etc. sind gängige Praxis. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass auch physische Geräte nicht als hundertprozentig sicher betrachtet werden können. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Stehe für Fragen gern zur Verfügung, Diskussion machen. Ich weiß nicht, ob es direkte Fragen gibt zu den Inhalten, Verständnisfragen oder so, die können wir vielleicht jetzt gleich diskutieren. Ansonsten gibt es jetzt dann noch einen anderen Vortrag und nachher kann man natürlich gerne noch weiter diskutieren. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen? Bitte. Nicht mehr als Certification aus der österreichisches Unternehmen aussuche. Mhm. Habe ich dann dieses Problem ein bisschen schlecht bekommen? Überhaupt nicht. Weil das Problem ist ja, dass im jetzigen CA-System
Im jetzigen CA-System ist es so, dass es vollkommen egal ist, welches Zertifikat Sie auf Ihrem Server eingespielt haben. Wenn ich die Leitung unter Kontrolle habe, wenn ich die Leitung hier unter Kontrolle habe, also so einen Man-in-the-Middle-Angriff durchführen kann, dann ist es für mich vollkommen egal, was Sie mir für ein Zertifikat liefern. Ich spiele hier mein Zertifikat ein und solange der Browser mein Zertifikat akzeptiert, das gefälschte, ist es mir vollkommen egal, was Sie für ein Zertifikat verwenden. Von der angefragten Certification Authority quasi den privaten Schlüssel? Nein. Sie, also wenn Sie sich jetzt ein Zertifikat von Atrust ausstellen lassen und spielen das auf Ihren Server ein, ja, und ich greife auf Ihren Server zu, dann wird das Atrust-Zertifikat ausgeliefert. Ja. Wenn ich jetzt es schaffe, mir ein Zertifikat für Ihre Website von VeriSign ausstellen zu lassen und ich den Datentransfer hier manipulieren kann und dem Client, also dem Browser, mein VeriSign-Zertifikat unterschiebe, wenn das ein gültiges VeriSign-Zertifikat ist, das für Ihre Website gültig ist, also ausgestellt ist, das den Namen Ihrer Website enthält, dann wird es der Browser akzeptieren ohne Murren. Außer, also sozusagen, das ist jetzt Standardverfahren, es gibt eben einige Mechanismen, die derzeit versuchen, dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel haben einige Browser sogenannte Certificate Pinning implementiert, das heißt für bekannte Websites wie Twitter oder Google oder so, haben die Zertifikate oder Informationen über die Zertifikate fix implementiert im Browser und wenn dann plötzlich wenn Google jetzt normalerweise seine Zertifikate bei Authority kauft und jetzt kommt plötzlich ein Zertifikat von VeriSign daher für Google, dann sagt der Browser trotzdem, da stimmt was nicht, auch wenn das ein legitimes Zertifikat wäre. Aber das ist halt etwas, also dieser Mechanismus ist halt einer, der nicht skaliert, weil die Browser können nicht alle Zertifikate abspeichern, weil sonst braucht das ganze Zertifikatsystem nicht mehr. Die müssen sich ändern, weil die Ablaufdatum haben, typischerweise zwischen 1 und 3 Jahren. Also wenn Sie ein Zertifikat kaufen, genau, dann kriegt er das neue und das ist sozusagen die Herausforderung bei allen diesen Mechanismen, die so am Man-in-the-Middle-SSL-Angriff entgegenwirken, dass sich solche regelmäßigen oder solche üblichen Aktionen, wie dass ich halt ein Zertifikat wechseln kann, weil ich auf meinem Server nur ein paar Private Key erzeugt habe, weil er kompromittiert wurde oder was, oder weil das Zertifikat abgelaufen ist oder solche Dinge, ist ganz legitim, dass ich ein neues Zertifikat einspiele und es ist auch ganz legitim, dass ich meinen Zertifikatsanbieter wechsle, nicht? Weil ja, einmal kaufe ich es halt zu dem und das nächste Mal kaufe ich es zu dem. Nicht? Und diese Mechanismen müssen mit dem umgehen können. Deswegen ist es so schwierig, da jetzt einen neuen Mechanismus zu etablieren, der halt funktioniert. Ich meine, DNSSEC wäre eine mögliche Variante, aber das setzt ja nicht so wirklich durch oder noch nicht. Es gibt ein Paper von einem Fraunhofer-Institut, das jetzt veröffentlicht wurde vor ein paar Wochen, die eben diese Analyse gemacht haben, die Zertifikatstores der gängigen Browser, also im Prinzip Zertifikatstores gibt es ja nicht so viele, unter Windows ist im Prinzip der Windows-Zertifikatstore, der von Internet Explorer und Google Chrome und Safari verwendet wird. Die Mozilla-Produkte haben einen eigenen. Unter Linux haben meines Wissens fast alle verwenden den eingebauten, auch wieder nur außer die Mozilla-Produkte. Also sozusagen, da gibt es halt 4, 5 Zertifikate. 95% braucht man eh nicht. CAC wird sowieso nicht mit ausgeliefert, also ist, glaube ich, ziemlich überschaubar, was man wirklich braucht. Ja, also, wie gesagt, das Paper kann ich Ihnen in die URL zukommen lassen, ich habe es jetzt nicht da, aber ist öffentlich verfügbar, ist sehr interessant in die Richtung. Die haben eben eine Studie gemacht und geschaut, welche Root-CAs brauchen wir überhaupt. Wobei man aber sagen muss, also auch reduziert das Risiko, aber es bleibt trotzdem eine Anzahl von Root-CAs übrig. Und das ist das Problem von Security, Sie können nie sagen, dass ein System hundertprozentig sicher ist, Sie können nur sagen, wo es nicht sicher ist. Vielleicht verschieben wir die Diskussion auf die ohnehin auf eine geplante Publikumsdiskussion nach dem Markus seinem Impulsvortrag, denn wir sind schon